In dieser Krise sind wir jetzt die, die humpeln. Also im Moment brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Ich bin Sina, Musiker aus dem Wallis, und habe mich gefreut, mit meinen zwei Musikern aus Basel wieder auf der Bühne zu stehen. Im SRF-Studio. Schön geschmückt für ein paar ausgewählte Leute und vor allem für euch daheim. Das Live-Spielen fühlt sich super an. Es ist das gemeinsame Musizieren, die Energie, die in diesem Raum ist. Das habe ich extrem vermisst. Hinter dem Fenster hockt der Mann im Mond und überzeugt. Wie Al Pacino in der Pathik sind er uns gekriegt. Das Schönste an Musik machen ist für mich, dass es nichts anderes braucht als eine Stimmung. Ein Instrument, eine Stimme, die vibriert. Und man kann ganze Wälder schaffen. GPS und Rasenüberschall. Ich bin so eine Balladen-Anhängerin. Es ist der Mond, wo die Schuld ist in dem Sommer, dass ich jetzt in seinem Licht hier stehe, wo mich... Der Song Tanz, da geht es eigentlich um eine Lichtfüßigkeit, um ein Vergessen von Alltag, um ein Schweben, um ein Zauber. Das ist so ein Lied, das ich gerne damit einschlafe. Ist einer, der Ruhe macht. Ist einer, der ja, das Herz oder den Puls brechen holt. Komm und tanz, tanz, tanz mit mir. Tanz mich weit, ich fliege mit dir. Ich habe wieder mal gemerkt, wie Musik wichtig ist für die Gesellschaft. Nicht, dass wir das nicht alle schon gewusst haben, aber es fehlt ein Kitt in der Gesellschaft, wenn es Kultur und Kunst nicht gibt. Und das hat man jetzt wieder extrem gemerkt. Tanz mit mir. Und ich habe viele Reaktionen von Leuten, die sagen, ich plange so auf ein Konzert, ich muss wieder mal ein Live-Konzert kehren. Und das tut gut, weil Musik sehr oft ja aber als nicht systemrelevant taxiert wird. Es ist es. Das sieht man bei allen Kriegen, die zu den Soldaten zuerst mal Sänger und Sängerinnen geschickt haben. Und normalerweise sind wir ja immer an der Front und machen das Beste daraus und probieren die Leute wieder aufzustellen. Aber in dieser Krise sind wir jetzt die, die humpeln. Tanz mit mir. Also im Moment brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Wenn alles wieder normal ist, und ich hoffe, das ist bald, dann werde ich als erstes ins Wallis fahren und meine Familie an einem Tisch sehen und einfach wieder Nähe zulassen können. Du bist seit mir begegnet über alle Jahre. Ja, es wird wieder wie früher. Die Gefahr ist ein bisschen, dass die Leute vergessen, wie es war. Und vielleicht wieder zurück zur Normalität wählen, indem sie sich einfach wieder benehmen wie vorher. Ich glaube, der Welt ein bisschen mehr Sorge tragen, wie jetzt vielleicht so ein bisschen Gedanken, die man aus der Krise mitnehmen könnte. Aber ohne Maske umeinander laufen, tanzen, nach sein, das wird es wieder geben. Leuchtet im Dunkeln mit einem weiten Blick ins Grosse und rettet der Medien. Ich bin überzeugt, dass die Leute, die bis jetzt Musik gelost und Musik geschätzt haben, dass die so danach lechzen, wieder eine Live-Atmosphäre zu spüren, die Songs wieder zu kehren, die ihnen Trost haben, die sie gefreut haben. Es ist eher so, dass ich eine Ekstase erwarte, anstatt ein Ausbleiben vom Publikum. Es wird alles noch intensiver. Ihr seid der Wind,